im Namen Gottes des Allerwahren und des Barmherzigen. O ihr Menschen, wir haben euch aus Mann und Frau erschaffen. Und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, auf das, dass ihr einander erkennen mögt. Wahrlich, vor Gott seid ihr alle gleich. Und der Beste unter euch ist derjenige, der Gottesfürchtigste. Koran 49, 13. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Anwesende, ich bedanke mich bei den Verantwortlichen aufrichtig und herzlich für die Einladung, Teil dieses heutigen Manifests zu sein und für die Gelegenheit, meinerseits ein paar wenige Worte im Rahmen dieser Feierlichkeit, zu der wir uns hier und heute versammelt haben, an Sie alle zu richten. Es ist mir eine große Ehre, dass ich hier und heute unter Ihnen in diesem ausgesprochen schönen und im mosaischen Stadion sein darf. Ein Stadion wie dieses ist ein Ort, in dem man Sport treibt. Sport trägt zum Zusammenhalt der Gesellschaft bei, fördert die Völkerverständigung und hält unter anderem auch zu Fairness an. Sport verbindet und lehrt uns, dass es in der Ausbildung nicht darauf ankommt, woher man kommt, welche Hautfarbe man hat oder gar welche Religion man zugehört. In besonderen Mannschaftssportarten wie Fußball beweisen uns Tag ein, Tag aus, dass wir sehr wohl gemeinsam für eine Sache wettkämpfen können, die uns am Herzen liegt und wir lieben. Genauso wie die Fußballer des FC Schaffhausen vormachen und hoffentlich auch in Zukunft erfolgreich darin sein werden. Unsere Gesellschaft und wir in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben müssen dies zum Vorbild nehmen, hier anknüpfen und davon lernen, denn heute brauchen wir mehr denn je zuvor die gute Verbindung zueinander, Gemeinschaftsgeist, einen soliden Zusammenhalt sowie gegenseitigen Respekt und Liebe zu und füreinander. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen allen weiterhin eine schöne Eröffnungsfeier.